Der Turm ist nun... Ein kleines Stück weiter und ich könnte hinüberklettern. Sie klammern am Stein, den ich ihnen hingeworfen habe. Der Turm ist nun wieder... Das wäre geschafft. Diese Arme verbinden, sie sind seine Gründe. Der Schutzschild ist nun klein genug. Schneidet ihn los, Prinzessin. Mit Vergnügen. Ich komme ihm besser nicht so nahe. Er hängt zu weit oben, um ihn mit irgendetwas zu treffen. Er hängt zu weit... Ich sehe keins... Damit endet dein kleines Schauspiel. Ich schätze, nach all den Jahren hast du es endlich geschafft. Du hast mich besiegt. Glaubst du wirklich, dass ich die letzten 15 Jahre an nichts anderes denken konnte, als daran, wie ich dich besiegen kann? Du bist eingebildeter, als ich dachte. Ich dachte, du wolltest mich überflügeln. Ich bin nicht wegen dir hier. Ich bin hier, um für meine großen Taten in die Geschichte einzugehen. Welche großen Taten? Versuche es gar nicht erst. Wie du willst. Wenn Worte dich nicht verletzen können, dann eben so. Ich dachte, ich lass dich gewinnen. Aber wenn das für dich keine Rolle spielt, kann ich dich genauso gut zerstören. Du wolltest doch auf Augenhöhe sein. Dann steh auf und sieh mich an. Ja, winde dich nur. Ich bin nun in deinem Geist und zerreiße alles, was ich finden kann. Gleich wird von deinem kümmerlichen Wesen nichts mehr übrig sein. Strample nur so viel du willst. Oder eher so viel du noch kannst. Strample nur so... Oder eher... Was soll das werden? Glaubst du wirklich, deine kümmerliche Magie... Gib auf! Deine Zauber sind wirkungslos gegen mich. Du kannst dich nicht mehr... Du kannst dich nicht mehr bewegen. Du gehörst jetzt mir. Was glaubst du in dieser Niederhölle noch zu... Was trägst du an dir, was diese... Du wolltest doch dann... Ja, ich bin nun in... Gleich wird ver... Der Weg der Willkür ist nicht... Gib auf, deine Zeit... Du kannst dich... Du kannst dich... Strampeln oder eher... Strampeln oder eher...
Du hast gewonnen. Du hast mich besiegt. Du hast den größten Tempel zerstört, den die Welt je gesehen hat. Tod regnet nun herab auf deine Truppen. Niemand wird überleben, um von deiner schrecklichen Tat zu berichten. Nichts, was du getan hast, wird bald noch etwas gelten. Du bist bestimmt stolz auf dich, denn du hast gewonnen. Du hast mich besiegt. Nur wird sich niemand jemals daran erinnern. Was ist das? Woher habe ich es? Er ist hier. Hilfe! Der Schild muss weg. Ich bin verwundet. Bitte, helft mir. Der Verband ist alles, was ich habe. Meine Hand. Und dann, plötzlich, wurde alles ganz still. Es war, als hätte Satinav sich einen Scherz erlaubt und die Zeit einfach angehalten. Ein schier endloser Moment, in dem sich Satya und der Adept einfach nur anstarrten. Er verstand nicht, dass seine rettende Hand für sie weit schrecklicher war, als 1000 Dämonententakel es jemals hätten sein können. Das endgültige Eingeständnis an ihr grauenvolles Scheitern. Schließlich schnippte Satinav wieder und das Leben ging weiter. Während er sie fortzog, hörte ich sie schreien. »Lass mich«, rief sie, »lass mich, bring mich zurück«, und immer wieder. »Ich kann ihn nicht zurücklassen«, und das immer wieder, immer leiser und immer weiter weg. Es dauerte nicht lange und sie war verschwunden. Tja, und damit war es das dann. Ich war wieder genau da, wo ich angefangen hatte. Nur eines war diesmal anders. Diesmal konnte ich mich an etwas erinnern. An eine Prinzessin, die angesichts